Also Symbiose spielt eine Schlüsselrolle für die Entstehung und Vielfalt des Lebens auf unserer Erde. Und ohne Symbiose würden wir alle hier nicht sitzen. Ich habe nicht von Anfang an in meinem Studium mich für Symbiosen interessiert. Was ich wusste, ist, dass ich unbedingt Meeresbiologin werden wollte, und wie sehr viele junge Studierende sollten es unbedingt Wale und Delfine sein. Das ist immer, wenn wir Motivationsschreiben kriegen von Studierenden, die bei uns studieren wollen, bin ich sehr gnädig mit solchen Motivationsschreiben, weil das habe ich auch nicht besser hingekriegt und gesagt, Wale und Delfine sind so spannend. Als dann klar war, dass in Deutschland zumindest lebende Wale und Delfine maximal viele, mit denen man arbeiten kann, im Zoo sind, und das sehr deprimierend war, das anzugucken. Damals hatten die noch in Dortmund einen Weißwal und ein paar Flussdelfine. War sehr traurig. Auf jeden Fall hatte ich dann beschlossen, gut, dann vielleicht Korallenriffe. Und ich hatte auch die Vorstellung, ich würde dann immer morgens so tauchen gehen im Wasser, was mindestens 35 Grad hat. Und dann würde ich ein paar Proben nehmen und dann würde ich danach im Labor ein bisschen arbeiten. Und so würde ich idealerweise geistige und körperliche Arbeit vereinbaren können. Und habe dann durch ein Studium in Hamburg in meiner Diplomarbeit dann gemerkt, dass Probennahme anders aussieht, wenn man in Norddeutschland studiert. Habe dann Proben genommen im Schlickwatt vor Sylt und bin immer knietief in den Schlick reingesunken und hatte auch immer eine persönliche Regenwolke, die mit mir rausging, wenn ich ins Feld musste. Also es war magisch. Alle haben schon geguckt, dass sie nicht mit mir ins Feld gehen, weil es dann so schlimm wäre. Und auf jeden Fall hatte ich dann beschlossen, das muss anders werden. Und auf der Suche dann nach ein Thema für eine Doktorarbeit schlug mir mein dann späterer Doktorvater Olaf Giere von der Universität Hamburg vor, ich könne an darmlose Meereswürmer arbeiten. Und man muss dazu wissen, diese Meereswürmer, die sind also so groß wie ein Zwirnfaden, maximal 1 bis 2 Zentimeter groß und ganz dünn. Und abermals gab es eine Diskrepanz zwischen dem, was ich mir überlegt hatte, und der Wirklichkeit von den Optionen, die ich im Studium hatte. Aber dann beschrieb mir Olaf Giere, wo diese Würmer vorkommen. Vor allem in Korallenriff-Sedimenten, in tropischen und subtropischen Gebieten. Sie sehen mit weiß die ganzen Punkte, wo wir mit meiner Gruppe jetzt schon diese darmlose Meereswürmer gesammelt haben. Das sind wunderschöne Standorte, und er schlug mir dann vor, ich könne nach Bermuda gehen und dort Würmer sammeln und mir die dann angucken. Das habe ich dann auch getan und habe meine Faszination für diese Würmer entdeckt. Denn und gleichzeitig meine Faszination für Symbiose, weil diese Würmer, die haben keinen Darm, sie haben keinen Mund, sie haben keinen After und sie haben auch noch ihre Ausscheidungsorgane, ganz ähnlich wie unsere Leber bei diesen Würmern, das sind Anneliden, heißen die Nephridien. All das haben sie im Laufe der Evolution verloren, weil sie so perfekt von ihren Symbionten ernährt werden und die Symbionten auch noch ihre Stoffwechselprodukte für sie sich drum kümmern. Bevor ich aber mehr zu dieser Forschung dann auch berichte, würde ich gerne einfach ein paar Grundbegriffe der Symbiose erklären. Da hat Antje auch sehr drauf bestanden, dass ich diese Begriffe auch von der Seite der Biologie auch noch mal erklären möge. Und der erste Wissenschaftler, der den Begriff Symbiose geschaffen hat, war ein deutscher Botaniker mit einem französischen Namen. Ich bin Amerikanerin mit einem französischen Namen, aber kein Deutsch, also das scheint wenig auszumachen. Der hieß Anton de Berry, und er hat an Flechten gearbeitet.
Und lange dachte man, Flechten sind Pflanzen. Und er hat dann beim Mikroskopieren festgestellt, er aber auch andere, das muss man auch sagen, dass das Symbiosen sind zwischen Pilze und Algen. Und hat dann auf einer Tagung diesen Begriff eingeführt, dass die Symbiose, das fortwährende und innige Zusammenleben ungleichnamiger Organismen ist. Das heißt, Symbiose wird in der Biologie anders definiert als in der Psychologie. In der Psychologie definieren wir ja das innige Zusammenleben von gleichnamigen Organismen innerhalb einer Art. Das ist das, was eine symbiotische Beziehung ausmacht. Aber in der Biologie können nur zwei verschiedene Arten eine Symbiose eingehen. Und damit wird das also doch nichts zwischen uns. Definitionen sind wichtig und es ist ganz spannend, dass in Deutschland die Definition der Symbiose bis heute anders ist als in anglosächsischen Ländern. Ob das in deutschen Lehrbüchern sind, aber auch in Wikipedia, wird Symbiose in der Biologie im deutschsprachigen Raum immer als das Zusammenleben zwei verschiedener Arten gesehen, wo es für beide Partner vorteilhaft ist. Da bestehen auch schon, als ich Anträge gestellt habe und Schwierigkeiten damit hatte, wirklich den Vorteil für beide Partner auch schlüssig nachweisen zu können, war das ein ganz häufiger Kritikpunkt, dass ich dann nicht sagen könne, das wäre eine Symbiose. Im englischsprachigen Raum ist man großzügiger, aber auch in meinen Augen wissenschaftlich korrekter. Und das erkläre ich auch gleich, warum. Und dort wird die Form des Zusammenlebens, ob das zum gegenseitigen Vorteil ist oder ob nur einer was davon hat und der andere nicht oder ob sogar einer geschadet wird und der andere nicht, das gehört alles zum Begriff Symbiose. Und der Grund dafür ist, dass die Übergänge fließend sind. Also ein bisschen jetzt wird das doch wieder wie in der Psychologie, wie in einer guten Ehe, sind auch alle häufiger die Übergänge fließend. Und warum muss die Symbiose breit definiert werden? Ein Beispiel. Man weiß, es gibt diesen Forscher immer noch hier an der Mainzer Uni, Martin Kaltenbrot, der hier Professor war und zusammen mit seiner Gruppe an Symbionten in Insekten gearbeitet hat. Er ist jetzt Direktor geworden am Max-Planck-Institut für chemische Ökologie in Jena. Und er und einige andere Wissenschaftler haben sich interessiert für die Symbionten, die in Insekten vorkommen, die ganz großen Schaden richten können, in Weizen zum Beispiel. Die gehören zur Familie, hier sehen Sie abgebildet, der Zikadenähnliche. Dieses Insekt, was Sie sehen, ist nur wenige Millimeter groß. Und das Problem, dass Insekten haben, die hauptsächlich ihre Nahrung von sehr, sehr limitiert, immer nur von bestimmten Pflanzen nehmen, ist, sie kriegen ganz viel Kohlenstoff, aber sie kriegen so gut wie keine Aminosäuren. Das fehlt ihnen, Stickstoff. Davon haben sie nicht genug. Und die haben Bakterien vor ca. 200 Millionen Jahren aufgenommen als Symbionten und haben von diesen Bakterien dann Aminosäuren gekriegt. Aber was ist dann passiert? Da war das noch ein Vorteil für beide, weil da hat der Wirt sie beherbergt, ihnen auch Zucker gegeben. Haben die Insekten genug gehabt. Und in Wechselwirkung hat dann die Symbionten haben ihren Wirt, sie hatten ja auch das schön gemütlich im Körper, von dem Insekt wurden nicht gefressen, dann von Lebewesen außerhalb von dem Körper, also schön behütet. Aber was passiert im Laufe der Evolution? Die Genome, die DNA von diesen Symbionten, die wird immer kleiner, die erosiert. Und das heißt, dann ist, was früher ein selbstständiges Lebewesen ist, wird, und wir benutzen den Begriff, versklavt und kann nur noch innerhalb der Insekten leben, kann gar nicht mehr außerhalb und hat dann ein komplett reduziertes Genom, kann sich kaum noch selbstständig teilen, kann kein ATP mehr machen. Also das ist, sagen wir, eine Form von Symbiose, die als Symbiose anfing, auch zum gegenseitigen Vorteil,
aber die auf jeden Fall für das ursprüngliche freilebende Bakterium in eine Sackgasse gelandet ist. Und deswegen muss man auch sehen, zu welchem Zeitpunkt guckt man sich Symbiosen an. Vor 200 Millionen Jahren hätte ich gesagt, das ist auf jeden Fall zum gegenseitigen Vorteil. Und heute muss man sagen, die Bakterien oder die Vorfahren der Bakterien, die werden keine Vorfahren, keine fortlaufende, nicht Vorfahren, Nachkommen, danke, Nachkommen, Nachkommen haben. Aber auch was pathogene Bakterien angeht, ist es so, dass es keine klare Definition gibt. Sie kennen vielleicht Staphylokokken. Das ist so, dass bis zu 30-40% der Bevölkerung Staphylococcus aureus im Körper hat. Wenn man getestet wird, wenn man ins Krankenhaus sieht, wenn man breit testet, dann sieht man, dass Menschen das haben. Und die sind für uns Kommensalen. Die schaden den meisten Menschen überhaupt nicht. Wir haben sie auf der Haut. Bei manchen Menschen aber können sie dann zu ganz schwerwiegenden Halsinfektionen führen. Sie können sehr schädlich sein. Sie können bis hin zu schweren Blutvergiftungen führen. Warum das so ist, darüber wird immer noch geforscht. Zum einen ist das natürlich das Immunsystem des Menschen. Das wissen wir jetzt auch von Corona. Das heißt, wir sagen, wir müssen nicht nur auf den Samen gucken, den pathogenen Bakterien, sondern auch die Erde, auf die der Samen landet. Wenn ich einen älteren, kranken, immunsupprimierten Mensch besiedle, dann hat das einen anderen Ausgang, als wenn ich einen sehr jungen, sehr fitten Menschen besiedle. Es kommt aber auch noch vor, dass dann ein sehr junger Mensch befallen werden kann von Staph aureus und dann haben sie durch Gentransfer von anderen Bakterien dann Toxine aufgenommen und können hochgiftig werden. Also das alles nur als Zusammenfassung, dass es wirklich wichtig ist, Symbiose breit zu definieren. Wann entstanden die ersten Symbiosen? Wir würden alle hier nicht sitzen, wenn es nicht die erste Entstehung der Symbiosen gab. Ich habe gehört, Andreas Weber hat dazu ein bisschen was erzählt. Und das sind unsere Mitochondrien, unsere Kraftpakete, mit denen wir dann auch atmen können und Energie herstellen können. Und das ist aus einer Symbiose vor circa 1,5 Milliarden Jahren sind die entstanden. Und auch das hat Andreas Weber, vielleicht Lynn Margulis, die Mutter der Symbiose, vorgestellt. Ich hatte das große Glück, sie persönlich kennenzulernen. Eine wirklich sehr quirlige Frau, die immer glaubte, Recht zu haben. Das war so, dass wir dann in die Innenstadt gehen sollten. Und sie sagte, es geht rechts lang. Und ich wusste, es geht links lang. Und nach einer halben Stunde sagte sie ohne einen Ton, ich glaube, wir müssen umdrehen und in die Richtung gehen. Aber diese Persönlichkeit, die sie hatte, hat auch dazu geführt, dass sie sich damals hat durchsetzen können. Ihre Doktorarbeit und ihr Versuch, das zu veröffentlichen, wurde von 19 Zeitschriften abgelehnt. Ja? Also das auch zum Trost aller jungen Studierenden, die hier sind. Also die Frau hatte Durchhaltevermögen und das ist beeindruckend, was sie geleistet hat in ihrer Hypothesen zur Endosymbiontentheorie, von denen sich die meisten inzwischen bewahrheitet haben, nicht alle. Auf jeden Fall ihr Satz und der ist auch das Großthema auch von meinem Vortrag hier, ist, dass das Leben auf Erden nicht nur durch Kampf entstanden ist und nicht nur dadurch, dass Arten sich gegeneinander aufgewiegelt haben, sondern eben auch im Netzwerken und in der Zusammenarbeit. Und was ganz spannend ist, ist, dass wir gerade die Endosymbiose-Theorie, wo kommen die Mitochondrien her, wer war der Ursprungswirt, das war für lange Zeit so ein bisschen, das war dominiert von Theoretikern, theoretische Biologie. Aber in letzter Zeit gibt es Entdeckungen, wo wir in die Tiefsee gehen und Sediment sammeln in 3000 Meter Tiefe und das dann sequenzieren. Antje Boetius hatte schon gesagt, diese molekularbiologische Untersuchung machen und erstaunlicherweise wahnsinnige Entdeckungen machen, zum Beispiel die Vorfahren
von unserem von Eukaryoten. Wir haben nie wirklich gewusst, diese erste Symbiose, die Mitochondrien, da wusste man, das sind wahrscheinlich marine Alpha-Proteobakterien, aber wer war der Wirt, wer hat die aufgenommen? Und das entdecken wir gerade dadurch, dass wir die Meere sequenzieren, ihre DNA analysieren und Stammbäume machen. Und hier eine zweite junge Forscherin, die vielleicht auch irgendwann mal dann so bekannt ist wie Lynn Margulis, die während ihrer Doktorarbeit die Entdeckung der Loki-Archaeen gemacht hat, die inzwischen eindeutig die Vorfahren sind von allen von uns, wie wir hier im Raum sitzen, und die näher mit uns verwandt sind als mit Bakterien und Archaeen. Heiße Quellen sind extreme Standorte und Symbiosen entstehen ganz häufig an extremen Standorten, weil es Mangel gibt. Und dann ist es häufiger so, dass dann eben eine Art was anzubieten hat, was eine andere nicht hat, weil man davon zu viel hat. Und heiße Quellen wurden entdeckt und jetzt komme ich langsam zu meiner Forschung und die ich daran gemacht, wie ich zu der Symbioseforschung kam. Sie wurden entdeckt 1977 in 3000 Meter Wassertiefe und das sind regelrechte Oasen in der Wüste. Ich zeige Ihnen gleich ein kleines Video dazu und nachher noch eins. Und man konnte sie entdecken, weil es einen technologischen Fortschritt gab, nämlich ein bemanntes Tauchboot, was der Marine gehörte, der amerikanischen Marine, mit dem Namen Alvin. Und das hat er dann ausgedehnt, das hat er genug nukleare Submarine gefunden in der Tiefsee und sollte dann auch der Forschung gewidmet werden. Geologen hatten schon immer vermutet, dass es heiße Quellen in der Tiefsee gibt. Man kennt sie von Island, da gehen sie überirdisch, aber sie haben immer gesagt, die muss es doch auch im Meer geben. Und weil man wusste, dass heiße Quellen an Spreizungsachsen stehen. Und das sind Stellen, an denen sich die Erdplatten auseinander bewegen. Und an diesen Nahtstellen, wo die Erdplatten und Ozeanplatten sich auseinander bewegen, dringt Magma nach oben und bildet neuen Ozeanboden. Man schätzt ungefähr im Atlantik, dass diese Platten mit einer Geschwindigkeit vom Wachstum ihrer Fingernägel ungefähr entstehen. So kann man sich das vorstellen, wie schnell das ist. Und dadurch dieses Magma, was erhitzt wird, ist heißes Wasser, was dann richtig in diesen schwarzen Rauchern rauskommt. Und bevor ich Ihnen das Video zeige, weil ich möchte gerne, dass Sie sich eine Vorstellung machen, wie das war, als man dann diese heißen Quellen entdeckt. Wenn man runtergeht sonst in der Tiefsee, dann sind das, was Sie hier sehen, extrem aufregende Bilder. Weil Sie sehen schon mal überhaupt was, eine Seegurke. Sonst gibt es immer nur Schlamm weit und breit oder Schlick oder hier im Federstern. Aber ansonsten gibt es ganz wenig zu sehen. Das liegt daran, dass die Primärproduktion, die Energie, die man braucht für das Leben, vom Licht kommt, die Photosynthese, die ist ganz wichtig. Davon kommt ganz wenig in der Tiefsee an. So, jetzt müssen Sie sich vorstellen, die allerersten Forscher, die unten in der Tiefsee waren und ganz viel Schlick gesehen haben, waren zwei Geologen, die kannten sich überhaupt nicht aus in der Biologie. Und die sind dann vor den Galapagos-Inseln in 3000 Meter Wassertiefe gewesen. Und ganz plötzlich, wie aus dem Nichts, tauchten Tierwelten auf, die man bis dahin glaubte, einfach nicht vorkommen können in der Tiefsee. Und das ist übertragen dann, dass einer der Geologen zum Mutterschiff hoch telefoniert hat und gesagt hat, sag mal, ich dachte, die Tiefsee ist eine Wüste. Und da war eine Geologiestudierende, die hatte noch Biologie im Nebenfach. Und die sagte, ja, das ist so. Und dann sagte er, aber hier sind verdammt viele Tiere. Und die haben dann auf diese Expedition diese wahnsinnige Röhrenwürmer, die sind armlang, 2 Meter dick, haben sie nach oben geholt mit dem Greifarm dann von diesem Alvin,
Sie hatten, weil sie Geologen waren, nichts dabei, um die Tiere zu fixieren. Geologen haben Steine meistens, sammeln sie. Biologen haben immer ein bisschen Formol oder Alkohol dabei. Und damals waren amerikanische Forschungsschiffe noch nicht trocken. Und man sagt, ich habe auch wirklich nur mal nachgefragt, ob es wahr war. Also Wodka gab es und Whisky an Bord und da drin wurden die Tiere fixiert. Das hat aber zu einer grottenschlechten Fixierung der Tiere geführt und deswegen hat es lange gedauert, bis man kapiert hat, dass diese Röhrenwürmer voller symbiontische Bakterien sind. Also die ersten Bilder, die davon gemacht waren, das ist kaum zu sehen. Woher kommt diese Nahrung? Diese Flüssigkeiten, die enthalten reduzierte Verbindungen, wie Schwefelwasserstoff, wenn Sie mal im Watt waren, ein bisschen gebuddelt haben und das ist, dann riechen Sie so diesen faulen Eiergeruch. Das ist Schwefelwasserstoff. Da ist auch Methan drin, da ist Wasserstoff. Und das können Bakterien benutzen in einem Prozess, der Chemosynthese heißt. Das ist Energiegewinnung ohne Licht. Das heißt, es gibt Photosynthese mit Licht. Und dann gibt es die Chemosynthese. Wir sagen dann eben Energie im Dunkeln gewinnen. Und ich quäle Sie jetzt ein bisschen damit, damit Sie verstehen, wie diese Symbiosen funktionieren. Bei der Photosynthese ist es so, ob das eine Koralle ist oder ob das eine Pflanze ist, da ist es die Lichtenergie, die benutzt wird von den symbiotischen Algen, um Energie zu gewinnen, um CO2 zu fixieren. Und CO2 wird in Zucker umgewandelt und damit wird der Wirt ernährt. Und das ist gar nicht so anders in Chemosynthese, aber da ist es chemische Energie, was eben vom Erdinnern kommt, nämlich Schwefelwasserstoff oder Methan. Wenn es zusammen mit Sauerstoff kommt, wird ganz viel Energie frei. Und diese Energie benutzen die Bakterien, um CO2 zu fixieren, das dann in Zucker umzuwandeln und ihren Wirt zu ernähren. Also eine dunkle Symbiose. Und diese Art der Chemosynthese, die ist so effektiv und so reichhaltig, dass sie diese Ökosysteme in der Tiefsee die Basis dafür formt. Ich behaupte, das sind die letzten großen Ökosysteme auf Erden, die wir entdecken werden. Dass seit ihrer Entdeckung man keine solch große, zumindest mit Tieren, Lebewelten entdecken werden. Also dann mit Bakterien vielleicht oder Subsurface Biosphere. Aber für Tierwelten, ich glaube, damit haben wir eigentlich alles, was es auf Erden gibt, an unbekannten Habitaten entdeckt. Und diese Lebensräume, die sind nur möglich durch Symbiose zwischen Bakterien und Tieren. Die würde es sonst nicht geben. Das ist die absolute Basis, weil die Tiere sonst nicht genug zu fressen haben von Photosynthese, was von oben kommt. In meiner Arbeitsgruppe, ich arbeite an den darmlosen Meereswürmern und dazu komme ich ganz am Ende, aber ich wollte Ihnen erstmal ein bisschen was erzählen, wie unsere Forschung aussieht an den Muscheln, an denen wir arbeiten. Die heißen Batimodiolus, also Tiefseemuscheln. Und wenn Sie die an heißen Quellen sehen oder kalten Quellen, da bilden die Felder, die sind 2 bis 5-mal so groß wie Miesmuschelfelder, die Sie im flachen Wasser sehen. Und das liegt daran, dass die so gut versorgt werden von ihren symbiotischen Bakterien. Flachwassermuscheln, die müssen wahnsinnig arbeiten, die müssen ja filtern, Wasser ohne Ende, um das bisschen Plankton und Algen, was dann im Wasser ist, noch rauszuhalten. In der Tiefsee haben die Muscheln das auf jeden Fall gut. Und hier zeige ich Ihnen ein Video von einer Ausfahrt, die wir in 2016 gemacht haben. Eben haben Sie unser Institut in Bremen sicherlich ganz fein sehen können. Und wir sind dann mit dem deutschen Forschungsschiff Meteor dann zum Mittelatlantischen Rücken gefahren, da wo die Spreizungsplatten auseinandergehen, und haben verschiedene heiße Quellen uns dort angeguckt, die benannt wurden von den Wissenschaftlern, die sie entdeckt haben. Das waren Russen. Das ist immer, wenn man was entdeckt, dann darf man es benennen. Und was Sie hier sehen, ist am Marum in Bremen das unbemannte Tauchboot, was ausgesetzt wird an einem Kabel. Das wird ferngesteuert vom Schiff. Über diesen Kabel kann man sowohl Energie für das ROV wie auch Informationen
hin und her mit dem ROV dann auch in Echtzeit bekommen. Also da sind ganz viele Kameras an dem Tauchboot, mit der man in der Tiefsee dann gucken kann. Und wenn Sie in die Nähe von den heißen Quellen kommen, dann sehen Sie erstmal hier diese Lavabrocken und ein paar von den Organismen, die da dran sind. Und Sie fangen an, das sogenannte Shimmering Water zu sehen. Das ist heißes Wasser, was mit dem Kalten zusammenkommt. Da weiß man, man kommt in die Nähe. So, und jetzt kommen Sie an das, was mein Herz höher schlagen lässt, nämlich riesige Muschelfelder. Und wir zoomen gleich ein. Man sieht das heiße Wasser, man sieht auch ganz viel Leben, was dann auf den Muscheln dann auch noch drauf sitzt. Hier sieht man diese schwarzen Raucher, aus denen dann die reduzierten Gase dann richtig rausströmen. Das sind auch Eisensulfide, die sich hier bilden und dieses Schwarze dann auch bilden. Es gibt auch weiße Raucher, je nachdem, was für Metalle dann da drin sind. Wir nehmen Proben mit dem Greifarm, das sehen Sie hier, von dem Tauchboot, weil wir wissen wollen, ist da viel Sulfid drin, ist da wenig Sulfid drin, ist da viel Methan drin, was sind die Energiequellen, die benutzt werden hier unten. Und das ist gar nicht so einfach, weil wir auch aufpassen müssen, dass der Druck behalten wird, wenn wir die Gase messen, wenn wir das dann nach oben bringen. Ganz spannend sind diese Tiefseegarnelen an heißen Quellen. Die haben, Sie sehen, die werden von den Krabben sehr geliebt. Und die haben ihre Augen komplett reduziert, weil es dunkel ist, weil sie die nicht brauchen. Aber sie haben hinten ein drittes Auge entwickelt, mit der sie Temperatur spüren können. Funktioniert aber nicht immer. Manchmal sieht man so viele gekochte Garnelen um heiße Quellen. Wir arbeiten auf dem Schiff mit dem Piloten und was Sie hier sehen, war ein ganz spannender Versuch. Eins unserer Sorgen ist immer mit den Muscheln, wenn wir sie in der Tiefsee sammeln und nach oben bringen, dass das ein Artefakt ist, dass sie durch den Druck, dass wir nicht mehr das sehen, was wirklich dann da drin ist. Und wir haben ein Fixierungsmittel, was Sie hier sehen können. Das benutzt man in der Molekularbiologie, RNA Later. Ist einfach nur ein Salz. Und da haben wir die Piloten gebeten, die Muscheln ganz kurz zu knacken, in diese salzhaltige Lösung reinzutun und zu fixieren an Meeresboden in 3000 Meter Wassertiefe. Was wir hier machen, ist, dass wir die Muscheln wegnehmen von den Energiequellen, also verhungern lassen. Ihre Symbionten verlieren, wie bei Korallen, wenn sie ihre Symbionten rausschmeißen, tun sie dann auch ganz schnell. Innerhalb von 10 Tagen verlieren sie ihre Symbionten. Und hier sehen Sie einen Aufzug, mit dem wir auch arbeiten. Wir haben eben auch viele Geräte, mit denen wir auf dem Boden arbeiten wollen. Und es ist nicht genug Platz auf dem Tauchboot und deswegen arbeiten wir zusätzlich noch mit dem Aufzug, was auf und runter geht, damit wir dort Geräte haben können. Ganz spannend ist es, wenn dieses ROV nach oben kommt. Wir haben dann einen langen Tag hinter uns. Meistens ist es 12 Stunden, an denen getaucht wird. Aber dann geht es vor allem für uns Biologen dann im Labor mindestens 12 Stunden noch weiter. Ich bin immer ganz neidisch auf meine chemischen Kollegen und Physiker, weil die sind dann innerhalb von 2 Stunden fertig und können dann schon mal ein Bier trinken gehen oder ein Glas Wasser. Und wir müssen dann mindestens noch die ganze Nacht durcharbeiten und diese Muscheln präparieren, einmal für mikroskopische Methoden, aber dann auch für molekularbiologische Methoden. Gleich werden Sie ein kleines Video sehen, wie dann die Symbiose aussieht in der Tiefseemuschel. Wir schneiden die dann auf und dann ist das wie eine Auster, müssen Sie sich vorstellen. Jetzt sehen Sie den Fuß und jetzt sehen Sie eine Computertomographieaufnahme von so einer Muschel aus der Tiefsee, in der wir gleich reinzoomen werden und sehen werden die Organe, die die Symbionten behalten. Das sind nämlich ihre Kiemen. Ihre Kiemen sind ganz, ganz dick, ganz fleischig. Und das sind diese braunen Organe, die Sie hier ganz dick sehen können. Und im Vergleich zu einer Flachwassermuschel sind die mindestens 10-fach so groß und dick. Und jeder dieser Kieme besteht aus einzelnen Fäden. Und aus jeder dieser einzelnen Fäden sind viele Wirtszellen, Muschelzellen. Und jede Zelle ist dicht gepackt
von diesen symbiontischen Bakterien. Hier sehen Sie eine Methode, die wir verwenden, mit der wir molekularbiologische Methoden verwenden können, um die symbiontischen Bakterien anzufärben. Also es ist faszinierend zu sehen, wie dicht sie sozusagen ihren Farm, ihre Muschel, ihre Kiemen verwenden können. Wir haben mal Spaß hochgerechnet, wie viele Bewohner so eine Muschel hat. Also ein 8 cm Muschel hat 50 Millionen symbiontische Bewohner, also eine viel höhere Dichte als die Stadt Bremen das dann hat, nur damit Sie sich eine Vorstellung machen. Und all das schafft die Muschel, indem sie so eine riesen Oberflächenvergrößerung von ihren Kiemen macht. Das heißt, sie passt sich an ihren Symbionten, gibt ihnen den Raum, vergrößert den Farm für ihre symbiontische Bakterien. So, und am Ende, wie lange habe ich noch? Was habe ich bislang geredet? Ja, das passt super. Okay. Am Ende komme ich aber noch zu den darmlosen Meereswürmern. Was ja völlig verrückt ist, ist diese chemosynthetische Symbiosen. Wir mussten vor den Galapagos-Inseln mit dem Tauchboot in 3000 Meter Tiefe gehen, um diese zu entdecken und zu verstehen. Aber die kommen auch in flachen Gewässern vor. Die kommen vor Sylt vor, die kommen in Seegraswiesen vor, die kommen in Korallenriffsedimenten vor. Warum hat keiner vorher, bevor wir die Möglichkeit hatten, mit dem Tauchboot in die Tiefsee zu gehen, diese Symbiosen entdeckt? Und man muss häufig sagen, man braucht eine ursprüngliche Entdeckung, um besser sehen zu können. Das heißt, es haben sich Zoologen immer wieder gewundert, warum es Tiere, Meerestiere gibt, die einen reduzierten Darm haben oder die einen reduzierten Mund haben. Und dann haben sie gedacht, ach na ja, dann nehmen sie eben viele organische Stoffe über die Haut auf. Das waren eine der Hypothesen. Oder sie wachsen extrem langsam. Mein Doktorvater Olaf Giere hat sich diese Frage auch gestellt. Er hat die darmlosen Würmer entdeckt, bevor die Tiefseewürmer entdeckt wurden, Chemosynthese. Und er hat die angeguckt im Elektronenmikroskop. Da hat er auch komische Strukturen gesehen. Und dachte, was ist das denn? Das ist ja ungewöhnlich. Und dann hat er die Würmer wieder ins Regal gepackt. Und dann wurden die Würmer in der Tiefsee entdeckt. Und dann hat er gedacht, oh, ich glaube, ich muss nochmal nachgucken, was da ist. Also es ist ganz, ganz typisch in der Biologie, dass erst eine Entdeckung dazu führt, dass man sagt, ach, da war doch was. Und die Symbiosen vor unserer Haustür, wie gesagt, die sind auf Sylt. Dort sammeln wir kleine Nematodenwürmer. Wir arbeiten ganz viel auf Elba. Da ist meine Gruppe gerade für 2 Wochen gewesen. Ich durfte dann am Laptop zu Hause arbeiten und sie durften auf Elba dann eine schöne Wohnung mieten. Und was ich gehört habe, 5000 Würmer haben wir jetzt gesammelt, die wir in Bremen dann untersuchen werden. Und die kommen dort in den Sedimenten, den Seegraswiesen vor. Und wir haben vor kurzem auch in anderen Standorten am Mittelmeer, auch um Mallorca drumherum, wo wir in Kollaboration mit mallorquinischen Forschern auch eine Feldstation planen, dort auch und diese chemosynthetische Symbiosen finden. Und der darmlose Meereswurm, das muss man sagen, der ist ein bisschen einfacher zu sammeln, als wenn man in der Tiefsee arbeitet. Das ist also die anspruchsvolle Ausrüstung, die man braucht, wenn man die sammelt. Sie sehen die zwei ursprünglichen Forscher an diesen darmlosen Meereswürmern. Chris Erseus, ein Zoologe, Taxonome, er ist der Einzige, der ins Feld gehen kann. Ganz ehrlich, ein Wurm sieht wie der andere Wurm aus. Und dann haben sie aber, wenn sie geschlechtsreif werden, irgendwelche Borsten, die sich dann im Geschlechtsbereich so verändern, dass Christa Erseus sagen kann, das ist die Art. Und wir prüfen das molekularbiologisch nach und er hat immer recht. Also das ist faszinierend, was der Mann leisten kann. Und Olaf Giere, mein Doktorvater, sie machen das dann so, sie nehmen einen Eimer mit ein bisschen Sand, knietief brauchen sie nur stehen, tun den Sand da rein, ein bisschen Meerwasser drauf,
drauf. Und dann gibt es eine sehr anspruchsvolle Methode, die eigentlich dekantieren heißt, aber umrühren nur ist. Und das gießt man dann den Eimer durch ein Sieb. Und dann sind alle Tiere, die leichter sind als der Sand, fliegen nach oben und sind dann in diesem Sieb drin. Das guckt man dann im Binokular an. Und alles, was weiß ist, das sind unsere symbiontische Tiere. Und die sind weiß, weil die Schwefel haben. Das ist von dem Schwefelwasserstoff, wird von den Bakterien in Schwefel umgewandelt. Und dann sind diese Tiere leuchtend weich. Also das ist auch, wenn Sie mal in Urlaub fahren und Lust haben, nach unseren Würmern zu gucken, Sie finden die ganz einfach. Jetzt kommen wir zu dem Wunsch von Antje Boetius nach der Ménage à Trois. Wenn man in diesen Würmern reinguckt, dann haben sie nicht nur Symbionten, die chemosynthetisch Schwefelwasserstoff verwenden, um die zu versorgen. Die haben ein Problem, diese Würmer, nämlich vor allem vor Elba, in vielen Seegraswiesen, da ist kaum Schwefelwasserstoff. Die Energiequelle fehlt. Das ist nicht wie in den heißen Quellen, wo sie Berge von Schwefelwasserstoff haben. Da ist ganz wenig. Es gibt aber Bakterien, die Schwefelwasserstoff produzieren können. Und sie haben diese Würmer, die als zweiten Symbionten aufgenommen. Das heißt, das ist das Ménage à Trois. Die einen Würmer, die einen Bakterien produzieren den Schwefelwasserstoff, geben das dann an den chemosynthetischen Symbionten, die fixieren den CO2 und ernähren den Wirt. Und die ersten Partner, die Schwefelwasserstoffproduzierer, die sind sehr glücklich über die Abfallprodukte von dem Wurm. Und der Wurm kriegt Energie von diesen beiden Bakterien. Also ein wunderbares Zusammenleben zu dritt. Und als eine der letzten Aufnahmen von unserer Forschung, und dann schließe ich auch ab, möchte ich Ihnen zeigen, wie das aussieht, wenn wir im flachen Wasser Proben nehmen. Das ist hier direkt vor Elba. Wir gehen vom Strand los, da dort die Würmer in 6 bis 7 Meter Tiefe vorkommen, müssen wir tauchen. Und diese großen Eimer, das ist für den Sand, den wir dort sammeln, weil wir eben Berge von Sand durchsuchen müssen, bis wir genug Würmer finden. Die Seegraswiesen dort sind wunderschön und wir wissen schon aus Erfahrung, wo es gute Stellen gibt für Würmer und wo es nicht so gute Stellen gibt. Und wir haben aber auch eine Technik entwickelt, das nennt sich Wuscheltechnik. Und Sie sehen hier, wir wuscheln den Sediment auf und gleich sehen Sie kleine weiße Flecken, die auf dem Neoprenanzug gut zu sehen sind gleich. Das sind unsere Würmer. Da sind wir total glücklich, weil wir dann sagen, oh, das ist die Goldgräberstelle, wo wir wissen, jetzt werden wir dort Sand sammeln und ganz viele von diesen Würmern finden. Und hier sehen Sie die Herausforderung, die man dann auch selbst in 6 bis 7 Meter Wassertiefe dann auch hat mit dem Arbeiten. Was eine weitere Herausforderung ist, ist, dass wir die physikalische, chemische Bedingung von den Würmern verstehen wollen. Wir wollen ja wissen, haben die viel Sauerstoff, haben die viel Schwefelwasserstoff, wie sieht es dort aus? Und das sind Probennehmer, die wir in das Sediment reinstecken und dann mit einer Spritze ziehen wir Porenwasser aus verschiedenen Wassertiefen raus und nehmen das ins Labor und messen, ob dann Sauerstoff drin ist, ob Schwefelwasserstoff drin sind, ob organische Verbindungen sind. Parallel dazu nehmen wir dann einen Kern und wir hoffen idealerweise, dass wir dann genau dort einen Kern genommen haben, wo wir mit dem Probenwasser auch gearbeitet haben. Häufiger haben wir Pech und das lässt sich nicht zusammenbringen, aber so ist das Forschen im Feld. Und hier sehen Sie, wie wir schwer beladen dann mit unseren Eimern von Sand dann zurückgehen. Wir haben übrigens der Sand dort vor Elba in St. Andrea, in dem Ort, in dem wir sind, der muss immer wieder aufgeschüttet werden, weil der immer wieder in den Winterstürmen verschwindet. Und jetzt wurden wir gebeten, dass Sand, diesen Sand, das sind glaube ich insgesamt 5, 6 Eimer, dass wir den aus Bremen doch bitte sehr zurückbringen mögen nach San Andrea, weil das wäre eine nette Geste. Und das kam auch tatsächlich wirklich gut an, dass wir dort
diesen Sand wieder zurückgebracht haben. Fand ich ganz rührend. Also wir haben eine große Werkzeugkiste, mit der wir dann arbeiten, mit Versuchen im Feld, ganz, ganz viel mikroskopische Methoden, auch Inkubation und eben die sogenannten Omics-Methoden, die genomische Methoden, mit der wir dann über die Molekularbiologie Einblicke kriegen, dann in dem, was die Symbionten und ihre Wirte machen. Abschließen möchte ich mit der Frage, warum, wen kümmert es? Ja? Und warum sollte der Steuerzahler so eine Forschung fördern? Und wen interessieren Tiefseemuscheln und darmlose Meereswürmer? Ich wurde ja zum Beispiel immer gefragt, Nicole, was machen deine Würmer? Also das fand ich dann manchmal lustig. Und auf jeden Fall, gut, die Frage ist sowieso eine, die man nicht stellen sollte, oder die, sagen wir, Grundlagenforschung, die kann man häufig nicht begründen. Und das ist ganz wichtig. Und die größten Entdeckungen für die Menschheit sind häufig aus Forschung entstanden, wo es überhaupt nicht klar war, wofür das gut ist. Aber die Symbioseforschung ist explodiert, weil wir inzwischen wissen, dass wir als Menschen nicht hauptsächlich beeinflusst werden von pathogenen Bakterien. Das ist die geringste Anzahl an Mikroorganismen, von denen wir besiedelt werden. Es sind gerade mal 20 Bakterien, die hochpathogen sind. Die überwiegende Mehrzahl von den Bakterien, die wir in unserem Darm haben, die wir auf unserer Haut haben, die wir in unserem ganzen Körper haben, die sind nützlich, die tun uns gut, die verdauen unsere Nahrung, sie machen uns glücklich, wenn wir Schokolade essen. Also die Vorteile, sie schützen unser Immunsystem. Wir haben eigentlich die Symbioseforschung erlebt eine Blüte, weil, wie so häufig, wenn es für den Menschen wichtig ist, dann muss es ja auch sonst interessant sein. Spannend ist aber, dass die Mechanismen des Zusammenlebens ganz ähnlich sind, ob das nun Symbionten auf Menschen sind oder Symbionten in Tiefseemuscheln oder Symbionten in darmlosen Meereswürmern. Das heißt, ich hoffe, ich konnte Ihnen klar machen, wie wichtig Symbiosen sind in der Biologie, dass alle Pflanzen und Tiere und auch der Mensch keine Einzelwesen sind. Wir sind artenreiche Ökosysteme voller symbiotischer Mikroorganismen und wir wären heute nicht hier, wenn es nicht Symbiosen gäbe. Und die Vorstellung, dass es immer nur Konkurrenzkampf ist, mit der man die Artenvielfalt erklären kann, ist so nicht mehr richtig. Kooperation und Zusammenarbeit haben maßgeblich zur Entstehung des Lebens beigetragen. Und ohne Symbiosen, wie gesagt, gäbe es das Leben, so wie wir es kennen hier auf der Erde, gäbe es das nicht. Und diese Forschung, wie Antje Boetze schon sagte, ist großzügig gefördert worden von den Quellen, die Sie hier unten sehen. Und ich habe ein ganz wunderbares Team, mit der ich immer wieder großen Spaß habe, zusammenzuarbeiten und die vor allem die ganze Arbeit, die ich Ihnen auch vorgestellt habe, selber gemacht haben. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Fragen. Applaus